Herzlich willkommen zum nächsten Video von uns. Ich möchte heute nochmal über das eigene Modell sprechen, was ich ja gerne produzieren lassen würde. Und ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, euch die Grundidee vorgestellt und hatte ja auch gesagt, dass ich euch mitnehme auf dem Weg zum eventuell irgendwann entstehenden Modell. Und das erste Update gibt es also heute. Es war ja so, dass ich wirklich mit der Idee an euch geraten bin und noch nicht großartig Feedback eingesammelt habe. Weder von euch, das kam ja dann erst, noch von den Herstellern. Und das habe ich jetzt die letzten Tage ausgewertet, denn einerseits habt ihr fleißig kommentiert, andererseits habe ich die letzten 2 Wochen mit allen Herstellern fleißig hin und her kontaktiert, geschrieben, gesprochen und, und. Und ich habe grundsätzlich auch mal ein bisschen recherchiert, Lizenzen, wie das so läuft und was es überhaupt so für spannende Modelle gibt. Ja, und darüber quatschen wir heute. Es gibt zwei Hersteller, die in der näheren oder in der engeren Auswahl sind. Der Rest scheint im Moment raus. Und ich glaube, die gehen wir einfach mal durch. Dann habt ihr auch noch mal einen Überblick, warum und wieso. Ganz kurz, damit es nicht doppelt ist. Viking hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Die sind im Moment raus mit einem Sondermodell, weil die durch Corona und Krieg in der Ukraine genug zu tun haben oder genug Probleme haben. Marshall Models. Nee, warte. Machen wir Schuko zuerst. Schuko ist sowieso raus. Die habe ich nicht angefragt. Die finde ich zu unspannend. Weise Toys ist im Moment raus. Weil, wissen wir alle, die genug Probleme mit der Logistik haben. Die wollen erstmal die Standardmodelle wieder auf Lager bringen, bevor sie was Neues machen. Finde ich gut. Und dann kommen die Hersteller, die so ein bisschen im Gespräch sind. Marge Models zum Beispiel. Dort ist die Auflage sehr spannend. Also man könnte ein Sondermodell machen mit 333 Stück, glaube ich. Das ist halt schön, weil die Kosten sich da für mich in Grenzen halten, es außerdem eine schöne Limitierung ist, nicht zu viele, nicht zu wenige. Und die Qualität meistens gut ist. Sie haben ja jetzt zuletzt auch mal einen Bock geschossen. Ja, die sind auch so ein bisschen im Rennen. Warum ein bisschen? Eigentlich bin ich nicht so der Freund von dem bestehenden Modell. Und das umzulackieren und fertig. Aber es ist, das werdet ihr auch gleich hören, die günstigste Version, logischerweise. Und bietet halt auch Vorteile. Und die Sache ist die, ich würde das nur machen, wenn sich mal ein Modell anbietet, wo ich diese Sonderlackierung richtig cool finden würde. Und das gibt es im Moment einfach nicht. Deswegen ist Marge Stand jetzt raus. Die drei Modelle, die kommen, also der Case, der Steyr und der New Holland, da gibt es ein paar Potenziale, würde ich sagen. Also da gibt es schon coole Lackierungen. Zwei, drei hatte ich angefragt, die sind aber schon vergeben. Also Marge Strich drunter. Freut sich der ein oder andere von euch. Und dann bleiben nicht mehr viele übrig. Es ist so. Ich bleibe nochmal bei der Variante mit Umlackieren. Ross und Universal Hobbies nämlich. Die bieten im Grunde alles an. Die würden auch ein eigenes Modell, also eine Formneuheit mit uns machen. Das Problem ist, das wären Stückzahlen weit über 1000 Stück. 2.000 bis 5.000 mindestens. Und das kann ich im Moment nicht tragen. Und ich muss auch sagen, ob man so viel Stück an den Mann kriegt, boah, da muss es halt echt ein Modell sein, was richtig, richtig gut läuft. Und das ist schon echt Risiko. Aber ist generell raus, weil das ist eine Menge, die kann ich im Moment nicht, ja, nicht tragen. Aber die bieten einen ganz interessanten Mittelweg. Und zwar bieten sie nicht nur eine Umlackierung an, sondern auch eine Bearbeitung von Details. Also bestes Beispiel ist der Fan-Favorit. Den gab es ja mit Breitreifen, der 818 und 820.
Und der kam ja dann später noch mit Reifendruckanlage. Und da ich ein großer Freund von Reifendruckanlagen bin, weil ich die super cool finde, rein optisch, kann ich mir sowas ganz gut vorstellen. Irgendwie ein Modell, was richtig cool ist, mit richtig schön dicken Reifen, Reifendruckanlage. Ich weiß nicht, was mir noch so einfällt. Eine fette Hupe aufs Dach, was weiß ich. Keine Ahnung. Also sowas wäre aber möglich. Noch Warnschilder extra, eine andere Lackierung sowieso, logisch. Ein Gewicht extra, keine Ahnung. Also die bieten da schon mehr Möglichkeiten. Wichtig ist bei denen nur, dass die Produktionswerkzeuge für das Hauptmodell, dass die halt nochmal verwendet werden können. Und das ist absolut verständlich. So. Und das ist im Moment sehr spannend, muss ich sagen. Das wäre immer noch eine Auflage von 500 bis 1000 Stück. Aber finde ich spannend. Ich hatte zuletzt noch überlegt, wie wir vielleicht eine Formneuheit in geringerer Auflage hinkriegen. Und da ist mir der Autohersteller, so ein Quatsch, da ist mir der Hersteller Autokult über den Weg gelaufen. Vielleicht kennt ihr den Hersteller vom Klaas Xerion 2500, glaube ich. Den gab es bei Eilbote. Der kommt jetzt auch noch mal in einer anderen Version, glaube ich, rein bei Eilbote. Und ja, die sind das. Das Problem bei den Jungs ist, dass die aus Resinen fertigen. Ich habe ja im Prinzip nichts gegen Resinen. Also optisch habe ich keinen Unterschied gesehen. Mein Problem ist so ein bisschen, dass es sich nicht so hochwertig angefühlt hat. Und dass es außerdem, ja, aber das war vielleicht eine Schuko-Problematik, dass ich da sehr viele Probleme mit der Robustheit hatte. Also sehr viel abgebrochene Teile. Wenn ich die Vorurteile mal aus dem Spiel lassen würde, bliebe das größte Problem und das ist der Preis. Ich bin mit den Anna-Burger, mit der Idee bin ich an die Leute herangetreten. Da hatte ich ja den Zubringer im Kopf und habe so ein bisschen naiverweise gedacht, das ist ein Anhänger, der muss ja günstig sein. Ich habe allerdings vergessen, also das hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass so ein Anna-Burger-Zubringer, das ist ja ein Dreiachser, das ist ja schon eine Oschi. Also 30 cm ist der bestimmt im Maßstab dann. Und dementsprechend teuer ist es dann halt auch. Bevor ich den Preis sage, ich drücke mich etwas, wäre noch die Limitierung. Man könnte dort auf eine richtig coole Limitierung von 300 Stück gehen und zusätzlich nochmal splitten in zwei Farben. Das finde ich beim Anna-Burger extrem cool. Da könnte man ein Original machen in diesem beige-grün. Ist das beige-grün? Naja, wisst, was ich meine. 150 Stück und 150 Stück in Rot oder in Schwarz, keine Ahnung. Das fände ich richtig cool. Zumal wir dann ein Modell hätten, was auf 150 Stück limitiert ist. Das ist ja nix. Das finde ich extrem cool. Das ist dann halt auch was Besonderes. Jetzt kommen wir zum größten Knackpunkt. Das ist der Preis. Das Modell würde dann für euch am Ende 150 bis 160 Euro kosten. Und das ist halt schon heftig. Und ja, ich mache es jetzt auch ein bisschen abhängig davon, was ihr so schreibt. Aber eigentlich habe ich kein gutes Gefühl dabei, einen Anhänger für den Preis zu verkaufen, der leider nicht mal Metall ist. Ich meine, einen Zubringer gibt es noch nicht. Deswegen ist auch ein Preisvergleich schwierig. Aber es gibt ja schon große Anhänger. Und Anhänger in der Größe, jetzt 30 cm Vollmetall, kosten halt maximal 100 Euro, tendenziell weniger. Und da sind 150 Euro, 160 Euro für Resin echt heftig. Und ich kann es Autokult nicht vorwerfen, weil in der Auflage überhaupt eine Formneuheit zu machen, finde ich extrem cool. Also, dass es überhaupt die Option gibt, finde ich Spitzenklasse. Ja, aber
vermutlich wird das auch nichts werden. Aber ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt. Oder im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass Ross und Universal Hobbies meine Favoriten sind, weil ich glaube, dass es eine gute Zwischenlösung ist. Also es spielen da drei Sachen mit rein. Die Auflage überhaupt, der Preis und die Formneuheit, ja, nein. So, und eine geringe Auflage zu einem günstigen Preis mit einer Formneuheit geht nicht. Und das sind wie so drei Schalter, die man bewegen muss und man kriegt nie alle in eine Stellung. Also bei Autokult wäre Formneuheit und geringe Stückzahl super cool, der Preis dafür ultra teuer. Bei Ross und Universal Hobbies wäre Formneuheit raus, dafür Preis cool und Stückzahl auch noch okay. Und so ist das ein Spiel, wo man irgendwie einen Kompromiss finden muss. Und ja, das ist so der Stand jetzt. Also es ist noch nichts fix, es ist noch nichts, kein Auftrag verteilt. Aber die Gespräche laufen nach wie vor. Ich bin dann sehr gespannt, was Viking irgendwann sagen wird, wenn das Thema sich beruhigt hat, alles. Also so in der Welt. Aber bis dahin würde ich denken, dass irgendein anderer Hersteller mit uns mal den ersten Schritt geht. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich entschuldige mich, dass das Video vielleicht ein bisschen chaotisch war. Ich weiß es nicht mehr. Mich hat Corona echt ein bisschen mitgenommen. Aber mittlerweile alles wieder auf dem Weg der Besserung. Und dann nächste Woche gibt es wieder regulär ein Video. Da bin ich auch wieder endgültig fit und genesen. Hoffe ich. Ja, und dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was uns so erwartet. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.